Ja, hallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu diesem Replay of the Week. Und heute mit dem neuen Patch natürlich, 9.18 und dem VK-100-01P auf der Karte Malinowka. Und da müsste man es einfach schon mal direkt sagen, ist jetzt nicht so unbedingt die allerbeste Karte für einen Panzer, der irgendwie 20 km/h Höchstgeschwindigkeit hat. Da gibt es definitiv schönere Sachen. Aber wir schauen einfach mal, ob er sich trotzdem hier beweisen kann. Wir sehen, der Gegner hat keine Arti. Das ist natürlich schon mal gut. Wobei die ja bei Weitem für meine Fälle nicht mehr so schlimm ist wie vor dem Patch. Und der ein oder andere hat mich auch gefragt, wie ist denn meine Meinung? Machst du dazu ein Video? Nein, mache ich nicht. Aber wenn es hier eh noch nicht so wirklich rund geht, kann ich vielleicht mal hier meine Meinung dazu sagen. Ich persönlich finde den neuen Patch 9.18 richtig, richtig gut. Mir gefällt der, mir gefallen die Lights, mir gefallen die Artis, mir gefällt der neue Karten-Matchmaker, dass jetzt auch mal wirklich verschiedene Karten dran sind. Mir gefällt der Patch so gut wie kaum ein anderer Patch zuvor und dementsprechend bin ich echt happy. Mir gefällt auch das Matchmaking per se. Also auch diese Aufteilung jetzt mit 3 Top-Tiers, 5 dann in Anführungszeichen Mid-Tiers und der Rest dann Low-Tiers. Man fühlt sich jetzt nicht mehr auch als Low-Tier so hart unterlegen oder mit dem 5 und 10. Es gibt auch reine Tier-10-Gefechte, habe ich auch nochmal gesehen. Aber ich finde das aktuell einfach ein bisschen fairer und auch stimmiger. Also, das war nochmal ganz kurz zu meiner Meinung. Mir gefällt es wirklich gut, kann man nicht anders sagen. Natürlich dürft ihr mir aber auch gerne eure Meinung dazu mal kundtun. Das würde mich natürlich auch interessieren, was ihr davon haltet, was ihr dazu denkt, wie euch der Patch gefällt. Vielleicht nerven euch die Artis ja mittlerweile so sehr, dass ihr sagt, boah, der Patch ist der schlimmste Patch, den es jemals gab. Ich für meinen Teil kann halt sagen, dass ich noch gar nicht gewonshottet wurde. Deswegen ist meine Frustration bei Weitem nicht so schlimm von Artis, wie es früher der Fall war. Und das ist halt auch das Thema sogar, warum ich mal eine lange Zeit eine WoT-Pause eingelegt hatte. Weil diese One-Shots mich so unfassbar frustriert haben, dass ich gesagt habe, nee, das macht so keinen Spaß mehr. Und wie gesagt, lieber trifft mich eine Arti und kann mich hier mal stunnen. Und dann gibt es halt 90 Sekunden mal entweder einen Cooldown oder 20 Sekunden lang eine schlechte Crew. Aber halt nur einmal einen Treffer. Mehrere Treffer, die es dafür benötigt und nicht nur so einer und ich kann in die Garage zurück. Das war halt für mich immer das ganz Schlimme und Fürchterliche an der Arti. Aber gut, ich denke, damit ist zumindest mal meine Meinung ein wenig rübergekommen und jetzt können wir uns auch langsam hier dem Spiel widmen. Denn jetzt ist es ja so, dass wir hier sehen, der VK nähert sich dem Hügel. Und das ist natürlich schon dreist. Nach über 3 Minuten ist er dann mal so weit, dass er langsam mitzocken darf. Wenn eine Art hier gegeben hätte, dann hätte es schon etwas schlimmer enden können. Aber in dem Fall ist alles noch gut. Denn Arti gab es keine. So, jetzt will ihn der IS-6 hier umfahren. Hat ihn hier schön gekettet, leider keinen Schaden gemacht, aber egal, den gab es danach und somit hat er halt dann einfach knapp 500 Unterstützung für den IS-6 bekommen. Und auch die nimmt man ja gerne mit, aber auf den T-50, da kommt er natürlich gut durch. Er hat hier zu Beginn einen Zug gebildet, seine beiden Mates sind direkt rausgeschossen worden, also das hat sich dann mit dem Zug schon sofort erledigt, kann man sagen. Die waren vielleicht auch ein bisschen, ja, übermotiviert, will ich jetzt sagen. So, jetzt will er den Skoda, ja, aufs Türmchen, genau so, perfekt. Und ihr seht, er bekommt hier auch weiterhin den Unterstützungsschaden und den Aufklärungsschaden, weil er hier halt jetzt natürlich die Frontsau ist. Er macht jetzt hier jeden auf und gerade so auf den E75 hat einfach mal 700 alleine schon. Natürlich, auch der Panzer ist bombenstahlhart,
Da, den zu durchschlagen, ist nicht so ganz einfach zu erledigen. So, jetzt hat er dem hier den knappen 500er reingedrückt. Und ihr seht, sowohl die Unterstützung als auch der Blocking, als auch sein normaler Schaden natürlich, steigt immer weiter an. Und er ist hier der Einzige, der sich hier dieser Armada an Gegnern hier entgegenstellt. Da stehen 6 Panzer aktuell noch. Und er steht davor und ist einer der Gründe, warum der Gegner sich einfach hier runterdrücken kann. Und VK is crazy wird hier auch schon geschrieben. Und er sammelt hier weiter den Spotting Damage. Es ist einfach Wahnsinn. Und auch die Panzerung spielt hier ordentlich mit. Ob jetzt hier mit Premium geschossen wird oder normal, ist scheißegal. Es kommt keiner durch. So, bam, bam. Damit ist er mal 5000. Und er hat auch noch Zeit zum Schreiben, klar. Warum auch nicht? Passt. Ah, der hat nicht gesessen, leider. Aber egal. Die Panzerung macht weiter mit. So, jetzt ist der Gegner auch so gestellt, dass auch sein Team mehr immer schlechter drauf schießen kann. Heißt aber nicht, dass es nicht funktioniert, so wie man es gerade bei M103 gesehen hat. So, jetzt hier der Patriot, der mal kurz hochgelugt hat. Schade, dass der Schuss nicht getroffen hat. Aus der Hüfte nicht lang eingeaimt, aber hat gut getroffen eigentlich. So, und hier den M103 auf den Deckel gegeben. Da seht ihr, er braucht nicht unbedingt ein Leitspielen für Unterstützungsschaden. Nimmt einfach den dicksten Heavy, den ihr auf der Stufe haben könnt. Und dann klappt es halt auch. Oh, jetzt am Patriot. Leider kein Durchschlag, weil sonst wäre das schon der Tod für den T26E5 gewesen. So, jetzt muss er doch mal langsam hier zerstört werden. Jetzt. Ja, da ist er. Perfekt. Dritter Kill. 6000 Blocking. Knapp 6000 unterstützt. Ja, warum auch nicht? Kann man mal machen. Unfassbar, was er da bisher zusammenspielt. Auch hier schnell den Schuss rausgebratzt, aber der ging dann in den Stein. Der genaueste ist er halt nicht sofort aus der Hüfte. Den IS-3, da kommt er nicht drauf. Beziehungsweise er probiert es, aber Gun Depression ist leider etwas mangelhaft. So, IS-6. Er verzweifelt an seiner Panzerung, schon fast 7k Block. Also, das ist wirklich ein Replay of the Week zum Zungeschnalzen. Anders kann man es nicht sagen. So, jetzt will er den IS-6 haben. Natürlich, klar. Vorne drauf. So soll das. Und jetzt rammt er ihn gar nicht erst. Out-Aim, probier das. Jetzt hat er nachgeladen und zack, vorne, obere Frontplatte auch da. Kein Thema. 8000 Damage geblockt, 5800 unterstützt und 4300 gemacht. Das sind Fabelwerte, meine Damen und Herren. Das sind Werte, die will man haben. Den IS-3 neben sich, den könnt ihr jetzt auch wegsnacken. Warten, warten und weg. Und Tschüssikowski, da ist schon der nächste IS-6. Der auf dem Rückzug ist, die haben alle schon keinen Bock mehr auf den. Denken sich alle, ne. Und jetzt sehen wir hier schon wieder den Aufklärungsschaden. Und er hat leider nicht die Mission, da ärgert er sich gerade, weil er natürlich jetzt sieht, was für eine Wahnsinnsrunde er hat. Er hat nämlich SP3 alles besser drin.
Naja, ist egal. Unterm Strich trotzdem ist es einfach unfassbar gut hier. 12 zu 5, also da muss man jetzt wirklich nicht mehr hell sehen können. Die Runde dürfte in keinster Weise noch irgendwie verloren gehen. Da muss es mit dem Teufel zugehen, dass das jetzt noch ein Loose werden sollte. Jetzt ist er offen. So, ich wollte gerade sagen, kriegt doch bestimmt gleich den nächsten Block. Scorpion hat ihn hier die Kette gezogen, aber auch da, dank neuer 90-Sekunden-Regel kann man sagen, kann man die schnell wieder reparieren und weitermachen. So, jetzt geht er hier ein bisschen sicher voran, dass der Scorpion ihn hier nicht nochmal in die Seite ballert. Aber den IS-6, den sieht er einfach nicht, er kriegt den nicht auf. Der Scorpion G, der geht dafür auf. Auf den könnte er jetzt auch drauf schießen. Aber da wollte er zu schnell, zu viel. Und da ging er leider in die Binsen. Und jetzt schreibt auch, please TG, please Top Gun. Also er will den Krieger schon gern haben. Mal schauen, ob ihn sein Team den hier lässt. Ja, und natürlich nicht gleich zwei, die drauf schießen. Hätte er wahrscheinlich ein bisschen später drauf schießen sollen, aber egal. 4.861 Schaden gemacht, was schon okay ist, aber 6.300 unterstützt und fast 9.000 geblockt. Da muss man sagen, er war absolut King of the Hill. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.